Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Cyberpunk 2077. Wir sind hier im Konpeki Plaza und haben noch ein bisschen Zeit zu chillen. Ramon meine ich. Während T-Bug hier das Sicherheitssystem infiltriert, also setzen wir uns einfach ein bisschen hin, machen es uns gemütlich. Ein paar Stunden später. What do you think? Why'd he give it all up? Who gave what up? Yorinobu Arasaka. The good life, I mean. Old news, I know. Just got to thinking's all. It's like, think. You got everything, right? Eddie's education. Your pops can snap his fingers and turn half the fucking planet into a nuclear wasteland. But instead, you're like, nah, fuck it. And what do you go do? Start a fucking gang. Steal dragons or some shit. You ghost from your fam, chip some real skin, and play gang leader for a few years. For what? Hast du auch mit dem Valentinus auch gemacht, oder? Oder wir können sagen, du kriegst die Ratte aus dem Konzern raus. Said it yourself. You can kick the rat out of the corp. But you'll never kick the corp out of the rat. Probably just got bored. All one percenters do, sooner or later. Fucking tourist. Tourist or not, he just walked into the lobby. And we are back in biz. Penthouse security is neutralized. Perfecto. Let's start the show. Hey, Bug. Were you on comms that whole time? 3.5 hours. About that stick up the ass. Mean the one up mine? Slip of the tongue, you know? I know. Now's your chance to make up to me. Wie Jackie läuft. There's the awkward silence. You, wanna hear a joke? No. Seriously? Okay. So why'd the Rocker Boys output kick him out of the apartment? Because he wasn't chipping in. He isn't surprised. Huh. Not bad being heir to the Arasaka Empire. Sure is shit better than being a son of Raoul Wells. Guys, focus. The safe. And make it quick. Why? What's the rush? Sigon Yorinobu's gone dark. What is he, a fucking sorcerer? Some kind of dead zone's my guess. Have him back in a sec. And you do your damn job. Das sieht doch aus wie eine prima Fluchtroute. There, under the floor. Look around for a switch. Schalter, Schalter, Schalter. Komm schon, gib mir einen Schalter. Am Bett. Du hast soeben ein ikonisches Item erhalten, zusammen mit einem Satz Schemata. Mit diesem kannst du höherwertige Versionen des Items herstellen. Oh cool. Wenn du eine neue Version eines ikonischen Items herstellst, wird das ursprüngliche Item zerstört. Außerdem kannst du ikonische Items genauso upgraden wie gewöhnliche Waffen oder Kleidungsstücke. Upgrades erhöhen das Level und die Werte des Items, so dass auch im weiteren Verlauf des Spiels noch nützlich bleibt. Oh, das ist praktisch. Yorinobu left us a parting gift. Ain't much, but it'll have to do. Bingo! Got something ejected. Come here, V. Ah, der Relic, was es damit wirklich auf sich hat. Jahrelang haben Experten in den Bereichen der Kybernetik, Neurologie und Psychologie unermüdlich versucht, das menschliche Bewusstsein mit Silizium zu verschmelzen. Bislang waren ihre Bemühungen nicht von Erfolg gekrönt. Auch wenn es Wissenschaftlern gelang, künstliche Intelligenzen zu erschaffen, mit dem menschlichen
die dem menschlichen Verstand gewachsen sind oder ihn sogar übertreffen, so ist es doch jenseits unserer wissenschaftlichen Fähigkeiten geblieben, das menschliche Ich zu kopieren. Die Versuche führten nur zu fortgeschrittenen Chatbots, digitale Wesen, die menschliche Sprache und Verhalten zwar nachahmen können, aber keinerlei Ich-Bewusstsein haben. Heute stellten Experten von Arasaka einen Durchbruch vor. Ihr neuestes Projekt, genannt Relic, ermöglicht das Kopieren eines menschlichen Wesens auf einen Splitter, der so klein ist wie ein Cratchit. Außerdem kann dieser Splitter in den neuralen Port eines Benutzers eingesetzt werden, was es diesem erlaubt, die digitalisierten Persönlichkeitskonstrukte zu hören und zu sehen. Leider war es mir nicht möglich, diese bemerkenswerte Technologie selbst zu untersuchen. Arasaka erlaubt nur sehr eingeschränkten Zugang zum Relic und nur eine kleine ausgewählte Gruppe von Testern nimmt derzeit an dem Programm teil. Es ist wenig erstaunlich, dass die wohlhabendsten und mächtigsten Menschen der Welt zu diesen Testern gehören. Also genau die Leute, über die Arasaka Einfluss haben möchte. Die gewöhnlichen Konsumenten unter uns können nicht damit rechnen, dass der Relic in näherer Zukunft zum bezahlbaren Massenprodukt wird. So, ich wollte mir die Waffe mal angucken, gerade im Inventar. Ein Kongu, die ist selten. 132 Schaden pro Sekunde, nice. Zielfernrohr, Zielfernrohrslot, Mündungsslot und Modslot. Ist gar nicht so schlecht, ne? Was hatten die für einen Headshot-Multiplier? 1,2 nur. Dank herausragender Mods kann der Benutzer dieser Waffe Querschläger ohne die normalerweise dafür benötigte Cyberware nutzen. Der verringerte Rückstoß und die erhöhte Schussrate gleichen die kleinere Magazingröße aus, ebenso tödlich wie elegant. Wie groß ist denn das Magazin? Achso, das hätte ich wahrscheinlich, als ich sie gezogen habe, gucken können. Ja, die gucken wir uns später nochmal ausführlich an. Für den Moment. Oh, okay. Haben wir einen Job zu erledigen? Hurry up, B. Naja, ich bin unterwegs. What now? Jack in your personal and make us rich. On it. Your turn, Bug. Give me two. Oh shit. They got winged visitors. Bug! Don't know who, but staff's a buzz. All 200 on their feet can't keep still. Can't say I like this. How much longer, T? Shit, Yorinobu's penthouse bound. Fuck him! Open the safe! Almost got it. Done. Preem. Let me look to this, huh? Relic intact? Bioshard integrity, 100%. Guessing that's a yes. Good, let's go. Wir können nicht den Aufzug benutzen, ne? Der ist ja schon besetzt. Yorinobu's about to walk in. Find cover. Where? That pillar, try that. Are you fucking kidding? No, inside it now. Komm schon, go, go, go. We're in. Which don't solve our problem, T. I fucking know our problem's still there. Let me think for a sec, okay? Ista? I thought Adam Smasher. Bodyguard. Ars. Night City legend. Bleep motherfucking one too. What's the play? We wait. Are they here yet? They approach from the landing pad? Fuck are they talking about? Shh. Buck, who got incoming? Nuh-uh. No fucking way. This isn't happening. Saburo Arasaka? The Emperor. Yet another ass-licking legend. Shush. Doubt this could be soundproof. Oh, fuck. Also stupid. Arasaka.
まだボディチェックが終わっていません。私の息子だ。例のものを回収しましょうか。私がやる。行ってくれ。Close. Too close. If he'd have sniffed us out. But he did it. No, quietly. Unfucking-believable. Saburo Arasaka. I... ないとでも思ったのか。そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろう。あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だよ。よりのぶ。どうしてここへ。直々に俺に屈辱を合わせ、立場を思い知らせるためにか。出る杭は打たれるとよく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡せなど、私たちの未来を俺たちの未来、俺たち、なんかの間違いだろ。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せぬ。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。 Kann ich mich hier bewegen? Das wäre mal spannend. Nee, das ist, als wenn ich sitzen würde. Damn it.俺のことも許す必要はない。I wish to put the hotel on lockdown. May I ask why? Saburo Arasaka has been murdered. Code Red initiated. Attention! Code Red has been initiated throughout Kenpeki Plaza. Please remain in your rooms and follow all instructions given by staff. 何の騒ぎです。誰かが父に毒を持った。毒を。そうだ、よりのぶさん。しかし竹村、お前の仕事は何だ。何の話です。単純な質問だ、答えろ。荒坂家の家長を守ることです。今後はもっとしっかり責任を果たすよう望んでいるぞ。お許しください、荒坂様。決して失望はさせません。
What the fuck just happened in there? Yorinobu just offed Saburo. What? Yeah, shit. His own fucking pops. You know what this means? Security's gonna swarm the place any second. Oh my god, we're so fucked. Yep. Where's Yorinobu? I don't know. I've lost cam links. Whole building's being put on lockdown. Okay, got something. Window, now! Welches Fenster? Releasing the lock. Should see a ladder. Ladder... Oh, fuck. Oh, no, 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 not now! I've been made! Bug! Santo bendito! Just lost teeth! Fuck! Fucking major leaks. Happy now, Jackie? Leiter, 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 wo bist du? Check around the bend! Da. Jackie. Look down. Yep! That's fucking high! Shit! That trauma? If they're here for Saburo, they're a little late. Just hope they didn't see us. What? Ich hätte gedacht, dass so einiges schief geht, aber das? Oh. Oh shit! Close one. The relic. Madres! Oh, this ain't good. Jackie, you're bleeding. Worry about me later. Get the relic. Container depressurized. Biochip integrity at 94%. You're fucking dropping. Carajo. Okay, stopfen dir ins Gehirn. Call her! And tell her we fried the case? Let's do it! Unheimlich. Wait. Kabeki's all over the feeds. What the fuck's going on there? Got a problem. Cryo case is damaged. Biochip's integrity at... Jackie? 86%! 86% and dropping. Shit. Okay, listen to me. There's only one thing you can do. One of you's gotta slot the relic into your neural port. V, that you there? That doesn't sound safe. The longer you wait, the greater the risk we'll lose it. Well, someone's gotta do it. En el nombre del Padre, el Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Jackie! You okay? No. I guess. Don't feel any different. Once you're back, we'll take out the relic and run a full brain scan and sweep. But you two need to get the fuck out of there first. We're working on it! Del, we'll be there in a couple. Be ready. Got it? Certainly, Mr. Wells. Better be fucking certain. We gotta somehow reach the lobby. Only chance to hit the garage. And we best be quick. Ahora sí. Okay, come on, Jackie. Now let's get out of here. Attention. Code Red has been initiated throughout Kempeki Plaza. Please remain in your room and follow all instructions. I ain't got time for this. This was a drill. Why they send in Sokka's special forces? Take them out quiet. Special forces? In the lobby now. We're gonna sweep the building, all floors. Jetzt kann ich nicht ducken. Hazards on the penthouse level and open fire. Yorinobu Arasaka has been evacuated from the premises. I repeat, Yorinobu
hell's going on there? Doesn't sound good. Careful now. I don't like it. Ich dachte, ich kann das leise machen. Ich konnte mich nicht mal ducken irgendwie. Das war ein bisschen merkwürdig. Schon. Careful. Security likely to be swarming outside. Got it. Calm. Los Poros. Yokai, Dämonen Japans gestern und heute. Sie hausen auf Berggipfeln, in Flüssen und Ozeanen, in den Straßen der Stadt und auf jeder Etage von jedem Megagebäude, in der die Ziffer 4 vorkommt, sogar in deiner Waschmaschine oder deinem Infovisier. Einige tauchen an festen Orten auf, während andere eine bestimmte Person heimsuchen. Sie sind es, wenn du inmitten einer verlassenen Wüste auf einmal seltsame Geräusche hörst. Sie sind es, wenn du das Gefühl hast, dass dich jemand beobachtet, obwohl weit und breit keine Menschenseele zu sehen ist. Sie sind es, wenn du etwas aus den Augenwinkeln bemerkst, das niemand anderes zu sehen scheint, obwohl du gerade erst vor einer Untersuchung beim Ripper-Doc warst. In der japanischen Literatur finden die Yokai erstmals im Jahr 797 Erwähnung. Diese mysteriösen Geschöpfe sind, obwohl sie eng mit dem unsichtbaren Reich der Toten in Verbindung stehen, seit Aufkommen des Animismus in der japanischen Folklore am Leben. Es ist nicht so, als ob Japaner an Yokai glauben würden. Nein, sie wissen einfach, dass es sie gibt. Zusätzlich zu Phantomen, Ogern und anderen mysteriösen Phänomenen zählt zu den Yokai auch eine Gruppe metamorpher Dämonen, Obake oder Bakemono genannt. Von diesen Kreaturen wird erzählt, dass sie die Gestalt einer gesichtslosen Person, einer einäugigen Vogelscheuche oder eines Tiers annehmen. Es heißt, dass Katzen bei Erreichen eines bestimmten Alters zu Yokai werden. Diese sogenannten Bakeneko sind in der Lage, auf ihren Hinterbeinen zu laufen, zu reden und zu tanzen, menschliche Form anzunehmen und sogar ihre Besitzer zu verschlingen, um ihre Plätze einzunehmen. Manchmal besuchen Bakeneko Menschen im Schlaf und ihnen wird sogar nachgesagt, dass sie die Toten zum Leben erwecken können. Sie müssen nur über eine Leiche springen, um sie wieder zu erwecken. Das wäre oben vielleicht ganz praktisch. Allerdings sind die Dämonen noch weitaus mächtiger. Bei der Begegnung mit einer zweischwänzigen Katze ist höchste Vorsicht geboten. Es handelt sich nämlich um einen Nekomata, ein Yokai mit schamanischen und nekromantischen Fähigkeiten, der Menschen verfluchen und Tote kontrollieren kann. In seiner menschlichen Form ähnelt ein Nekomata einer alten Frau, die häufig von irgendeinem Stoff abhängig ist und von einer unheimlichen, verstörenden Aura umgeben ist. Doch will ich an dieser Stelle allen amerikanischen Lesern dieses Buchs versichern, dass wir heutzutage einer Bakeneko am ehesten in Form einer glückbringenden Maneki-Neko-Figur begegnen werden. Eine Winkelkatze, ne? Schließlich sind echte Katzen in unserer Welt seltener als Yokai geworden. Noch mehr Manschettenknöpfe. Attention! Code Red has been initiated throughout Kenpeki Plaza. Please remain in your rooms and follow all instructions given by staff. Huh, 55.1c. Das lässt sich doch bestimmt machen, oder? 55.1c. Dann komme ich nicht zu E9.
55. Ja, 1C, 1C, 55. Hier durch soll ich. Oh, voll der schöne Zen-Garten hier. Kann ich mich nicht ducken. Ah, jetzt geht's. Watch out. Did you check the Zen rooms? Yes, all clear. Oh, die sind zu zweit. Strange, out of the ordinary. Well, the dose of the terrace damage. Code Red has been initiated throughout Kempeki Plaza. Please remain in your rooms and follow all instructions given by staff. Eisbrecher, Kamerastilllegung, das würde ich haben. BD, BD. Aha, BD E9. Wie mache ich das denn? E9, BD, BD. E9, BD, BD, BD. E9, BD, BD. Und nochmal BD. Ich habe echt nur 9 Schuss. Aber blöd, dass ich hier nicht durchkomme. Das wäre irgendwie eine gute Route gewesen, aber dafür ist mein Tech nicht hoch genug. Attention. Code Red has been initiated. Throughout Kempeki Plaza. Please remain in your rooms and follow all instructions given by staff. All cleaned up. Da sind noch mehr. Wasser, Chrom und Blut, der vierte Konzernkrieg.
Es ist bemerkenswert, dass das enorme Blutvergießen, welches mit dem Konzernkrieg einherging, als simple Rivalität zwischen den Meereskonzernen Sino und OTEC begann. Beide Firmen griffen nach der Macht, die der Untergang der geschwächten IHA hinterlassen würde. OTEC beauftragte Militech, seine Geschäftsinteressen zu sichern und diverse Soundoperationen durchzuführen. Sino wiederum unterzeichnete eine ähnliche Unternehmensvereinbarung mit der Arasaka Corporation. Als die beiden stolzen Sicherheitsriesen in einem offenen Kampf aufeinander trafen, eskalierte die Situation und der vierte Konzernkrieg hatte offiziell begonnen. Doch wie bei reinen Konzernkonflikten üblich, waren die Anfänge eher subtil. Arasaka deaktivierte einen Militech-Transport. Militech eliminierte angeblich ein hochrangiges Mitglied eines Arasaka-Partners. Beide Seiten sabotierten einander wieder und wieder. Daten wurden gestohlen, Netrunner infiltrierten Datenfestungen, um zu verwirren, Informationen zu sammeln und Chaos auf dem Börsenmarkt zu stiften. Obwohl es in diesen ersten Monaten niemand für möglich gehalten hätte, gefährdete der Arasaka-Militech-Konflikt die Stabilität der gesamten Weltwirtschaft. Der völlige Kollaps ging wie ein Damoklesschwert über der Erde, weshalb man bei Netwatch beschloss, beide Konzerne mit einem Kommunikationsembargo abzustrafen. Doch die Maßnahme hatte nicht den gewünschten Effekt. Während sich Sino und OTEC dank Friedensgesprächen inzwischen geeinigt hatten, wuchs die Spannung zwischen Arasaka und Militech weiter an. Diese Loslösung vom Streit um die Meere markiert den Anfang der zweiten Phase des vierten Konzernkriegs, den sogenannten Schattenkrieg. Die folgenden militärischen Konflikte zwischen Militech und Arasaka waren brutal, blutig und gnadenlos. Doch die schlimmsten Kampagnen liefen über das Net ab. Netrunner von Arasaka und Militech griffen wiederholt mit oftmals hochexperimentellen Viren an. Hinzu kamen tödliche Eismaßnahmen und KI-ähnliche Programme, die in finsteren Ecken des Netz lauerten, um zuzuschlagen, wenn der richtige Zeitpunkt kam. In der zweiten Hälfte des Jahres 2022 begann die Endphase des Konflikts, während der beide Seiten auf alle verfügbaren Mittel und Strategien zugriffen. Der sogenannte heiße Krieg war ausgebrochen. Etwa zur selben Zeit hörte das Netz, wie wir es kannten, auf zu existieren. Söldner beider Seiten fielen in offenen Gefechten der hochmodernen Waffentechnologie zum Opfer. Es folgte gleichzeitig schockierendste und berühmteste Wendepunkt des Krieges, als unbekannte Söldner einen Atomsprengkopf im Arasaka-Hauptquartier von Night City zündeten. Kurz nach der Explosion beugte sich Arasaka dem immer stärker werdenden Druck der japanischen Regierung, legte die Waffen nieder und zog sich von vielen strategischen Punkten zurück, darunter auch Night City. Militech hatte den Sieg davon getragen, aber er hinterließ einen bitteren Beigeschmack. Kann ich den Computer hier nicht benutzen? Oh, steh mir doch nicht im Weg, Junge. Come out with your hands in the air! Attention! Suspicious activity. Please remain in your rooms and follow all instructions given by staff. Negative for intruders. What's up, Jackie? Die beiden da hinten am Leben lassen. Ach, da ist schon einer. Was ist denn mit der Waffe los? Ist es nicht reduzierter Rückstoß? Okay, also die Typen müssen wir doch irgendwie ausschalten. Ich dachte, Jackie hätte mir ein bisschen den Rücken frei. Was ist da los bei ihm?
Come on out! You're not in trouble! Enemy's watching. Fuck! Better check it out. You're only making it worse for yourself. Come out. Kann ich nicht so eine Panzerung mitnehmen? Fucking bombs. Give up! You got nowhere to run! Eine Waffe liegen lassen? Hm. Scheinbar. What the? They got eyes on this turf. Careful. Drop your weapon and show yourself! Oh, der hat mich hier gesehen. Ach, so Mist. Ich würde sagen, Jungs und Mädels, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Zeit ist leider um. Ist ein bisschen tricky, aber machbar, denke ich. Für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr dann beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.